Dein Ticket für Europa. Die erfolgreichen AK-Jugendinitiativen werden 2015 fortgesetzt und sogar erweitert. Eine Woche lang haben sich dazu im AK-Bildungshaus Seehof auf der Innsbrucker Hungerburg 35 Projektleiter aus ganz Europa getroffen und kommende Projekte diskutiert. Wir haben einerseits die Möglichkeit, Jugendliche in fast alle europäischen Länder Europas zu schicken und dort zwischen 2 Wochen und 12 Monaten in einer Einrichtung zu arbeiten. Und andererseits haben wir das Angebot von Arcagos International, wo wir mindestens 250, 300 Jugendliche nächstes Jahr verschicken können in einwöchige Aktivität mit anderen Jugendlichen in verschiedene Länder Europas. Schwerpunkte im Ausland sind interkulturelles Lernen, unterschiedliche Fähigkeiten der Jugendlichen zu unterstützen, den Einstieg ins Berufsleben zu erleichtern und auch Realitäten anderer Jugendlicher kennenzulernen. Junge Menschen sollten neue Zukunftsperspektiven entdecken. Wir haben festgestellt, dass oft beim Lehrabschluss, Schulabschluss, es da Brüche gibt beim Übertritt ins Arbeitsleben. Das beschäftigt junge Menschen unglaublich. Manchmal kommen auch private Probleme noch dazu. Und da gibt es manchmal fast auswegslose Situationen und da versuchen wir zu helfen. Deshalb die Projekte im Ausland, die alle betreut sein, wo die praktisch neu starten können und somit natürlich ein toller Beitrag geleistet wird, dass jungen Leuten eine Chance gegeben wird zu starten, damit es nicht immer heißt, auf die Plätze fertig, sondern auf die Plätze fertig los. Die angebotenen Projekte orientieren sich an den unterschiedlichen Interessen der Jugendlichen. Von Theaterspielen in Finnland über Boot restaurieren in Cornwall bis zu Garten- und Parkgestaltung in Spanien. Sogar die Insel Montserrat, eine englische Kolonie, hat spannende Angebote. The first project is working with Aqua Montserrat, and that involves monitoring marine life and turtles. The second project is working in the Montserrat schools, and that's teaching young children to speak English. And the third project is working in agriculture, helping people to create juices, jams and jellies out of the wonderful fruit on the island. It's a project in the north of Glasgow which helps children from disadvantaged backgrounds. It also helps teenagers and it helps older people too in the community. And next year it's my intention to take 10 young people from Austria along with 10 young people from various other European countries, invite them to Scotland and have some outdoor educational activities all aimed at improving health and intercultural dependence. Auch in Palermo in Italien könnten Jugendliche den kommenden Sommer verbringen. People will work on natural reserve or social farm, so we'll deal with practical issues like restoring a building or gardening or doing something, so in practical issues. Die AK-Jugendprojekte sind selbstverständlich allen Interessierten zugänglich. Rückenwind kostet den Jugendlichen nichts, außer Motivation und Engagement und ein bisschen Mut, dass man sich ins Ausland traut. Weil finanziert wird das Ganze von Erasmus Plus und der Arbeiterkammer Tirol, sodass jeder mitmachen kann, ohne dass er für das, dass er ins Ausland geht, Geld braucht. Die Aktivitäten von Arcagos International, die sind auch sehr günstig. Also die einwöchigen Aktivitäten kosten zwischen 170 und 180 Euro für 1 bis 2 Wochen in Projekten im Ausland. Wer sich für ein AK-Jugendprojekt 2015 interessiert, kann sich jederzeit anmelden. Telefonisch unter 0800 22 55 22 12 12 oder per Mail an rückenwind@ak-tirol.com. Weitere Infos auch online unter www.ak-tirol.com.